Hallo und willkommen zurück. Und ja, ich hatte das letzte Mal das Problem, dass die Festplatte so gut wie voll war. Ich weiß nicht, ob es daran gelegen hat oder dass ich schon so viel aufgenommen habe an dem Tag. Aber sie war etwas voll. Und jetzt weiß ich trotzdem nicht so genau, wo ich eigentlich lang muss. Ach, das habe ich immer noch nicht geändert. Die Tastenbelegung für die Macht. Brauche ja irgendein Passwort, um irgendwo hinzukommen. Na, ich denke. Ja, doch, ich denke mal eigentlich, dass ich draußen hin muss, irgendwo. Und dann das Passwort irgendwem sagen. Muss ich wohl hier nochmal ein bisschen rumgucken? Nee, hier wahrscheinlich nicht. Und da sind wir gekommen. Auch nicht rein. Ich hoffe, es kommt keiner mehr von diesen Granatenwerfern. Hier will ich jetzt eigentlich auch nicht noch mal rein. So. Komme ich jetzt hier hoch mit Machtsprung? Nee. Geht noch nicht. Schade. Hier bin ich ja auch immer noch nicht reingekommen, irgendwie so. Hier war ich ja schon. Das war ja diese blöde Stelle. Ach nee, das war hier. Okay. Doch, war eine blöde Stelle. Ich bin gerade so voll mit allem. Oh. Habe ich es doch gut geschafft. Da ist tatsächlich noch einer. Oh. Oh. Wie komme ich denn zu denen eigentlich? Bin hier unten? Nee. Ich meine, da war ich ja schon. Ich gucke hier aber trotzdem nochmal lang. Lang. Ach so. Da geht's nicht lang. Das sind die Dinger. Oder? Ja, ist voll. Das kann ich nicht, auch nicht kaputt machen. Nichts kann man hier kaputt machen. Ne, fast nichts. Das ist ja kaputt gegangen. Ach so. Das nicht. Dachte ich mir schon fast. Da war ich. Und hier bin ich jetzt hier oben. Na, guck mal. Oh. Oder wieder angeben. Ach so. Hier schon? Nee. Der ist doof. Ah. Und jetzt? Ah, jetzt kann ich hier lang. Cool. Die hätten ja eigentlich sehen müssen, also die sollten ja eigentlich überhaupt sehen, dass ich mit so einem Ding rumrenne. Oh.
Wir sind immer umgelaufen von den Leuten. So. Das müsste eigentlich normal mit der Abwehr gehen, oder? Oh. Nee, schade. Dann mache ich es auf dem altmodischen Weg. Wie in den ersten Folgen. So. Puh. So viel Action hier. Ach, da ist noch eins. Das sind noch zwei. Oh. Dass ja alles nacheinander aufgeht. Ah, das ist dieser Mist hier. Warte mal. Auch gut. Oh. Nicht so gut. Ich will das mal so probieren. Oh. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Irgendwann, wenn man auf Ausweichen, wenn man das Ausweichen recht hoch hat, glaube ich, dann weicht er auch den Schüssen aus, aber soweit ist es ja leider noch nicht. So, was kann ich mir hier angucken? Achso, das ist davon, wo ich gekommen bin. Ja, das auch. Okay. Ich gucke aber nochmal hier auf der Seite lang. Da lang. Ja, achso. Nö, ist eigentlich uninteressant. So, wir machen das wieder zu. Und das... so. Sind sie alle zu. Cool. So. Oh, Kontrollpunkt. Wollte ich sagen. Hallo? Suche mir etwas. Jetzt nicht mehr. Sie sind Rilo Baru? Leibhaftig, aber wer sind Sie? Macht das einen Unterschied? Nicht wirklich. Irgendwelche letzten Worte. Was macht ein respektabler Gangster wie Sie mit einem schleimigen Hinterbliebenen wie Desan? Geld natürlich. Voll witzelig. Ich gehe mal lieber hier wieder raus. Ah, das ist aber laut jetzt. Oh, ich habe fast keine Munition mehr. Aber nichts zum Auffüllen. Oh. Ach, siehst du, da war's schon fast. Was haben wir hier? Aha, aha, das nehme ich alles mit. Irgendwie das dumme Gefühl, dass noch ein Rancor kommt, aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ich glaube, das verwechsel ich schon wieder mit dem Teil danach. So, und jetzt? Redst du nochmal mit mir? Nö, oder nicht? Oh! Ach, die haben nur solche. Okay. Blaster sind okay. Wo ist Rilo?
Wie kann ein Rodianer von dem Größe verletzen? Ja, gute Frage, danke. Hä? Oh. Ich hasse diese Waffen. So, ich dachte. Naja, ist egal. Nee, Moment. Überwachungskameras? Rilo will sich aber auch nichts entgehen lassen. Was drücke ich denn jetzt zuerst? Ich gucke erstmal hier. Da haben wir einen Lando Calrissian. Da haben wir nichts. Wisst ihr, der wusste, dass wir kommen. Hätte ja auch schnell das Passwort ändern können. Na, der war vorhin aber noch nicht da. Rilo Baruch zur Strecke bringen. Hä, haben wir doch eigentlich gar nicht. Und Lando befreien, das haben wir. Und was haben wir jetzt hier? Hä? Ah. Ich habe ein geheimes Versteck gefunden. Geheim ist kein Versteck. Dann gucke ich doch mal eben hier lang. Wow, warum geht das so schnell? Hätte ich hier überhaupt reingedurft, gemusst, gesollt? Was bin ich? Hier. Aha. Achso, von hier. Noch ein Versteck, na cool. Da geht's zu. Ach so, sonst wäre ich mit dem hier nach unten gefahren. Okay, dann ist egal. Hallo Lando. Was war da oben los? Ach nix. Ich bin mit Rilo zusammengestoßen. Hat er dir irgendwas über den Schmuggelring erzählt? Wir haben uns nicht so lange unterhalten. Verstehe. Ich glaube, wir sollten verschwinden. Mein Schiff ist ganz in der Nähe versteckt. Wo ist deins? Rilos Leute haben es inzwischen wahrscheinlich schon in seine Einzelteile zerlegt. Wo ist Jan? Jan ist dieses Mal nicht dabei. Ihr beide habt wieder gestritten, was? Na komm, lass uns gehen. Du kannst dir auf Bespin ein paar Blumen kaufen. Hm. Hm, ist nichts Neues dabei. Folge ich dir mal. Ganz unauffällig. Das ist ja einfach hier. Bespin war cool. 3 von 7, okay. Genauigkeit ist auch wieder ziemlich schlecht. Was haben wir jetzt? Oh, neue Machtgeschwindigkeit. 100% schneller als normal. Und hier blinkt noch was. Geistestrick. Ermöglicht dem Jedi die Verwirrung und oder Ablenkung. Der Jedi kann einen Feind für 5 Sekunden ablenken oder verwirren. Hinweis, aggressive Aktion oder lauter Lärm durch den Jedi werden den Feind alarmieren und der Effekt verliert seine Wirkung. Geistestricks sind bei mächtigeren Gegnern wie dunklen Jedis oder Wiedergeborenen nutzlos. Viel mehr haben wir nicht, aber das reicht ja auch. Erstmal provisorisch zücken. Ach, nee. Moment, hier ist eine Tür. Okay. Zeigt, was eure Blaster drauf haben. Ja, der benutzt aber kein Blaster. Ach, die kommen jetzt bestimmt von drunten. Nee, okay. Eben hier hin. Ah, da ist Mist, ja mein voll. Baby. Ja, ich hoffe, die haben sich gut um sie gekümmert. Ich brauche nur eine Minute. Landungsschiff, die Lady Luck finden. Ja, wie haben sieht's wir aus? Sieht nicht so aus, als könnten wir einfach wegfliegen. Das Schiff ist mit Magnethalterungen befestigt und dazu haben sie noch einen starken Fangstrahl aktiviert. Damit würde ich klarkommen, aber das löst noch nicht das Hauptproblem. Der Eingang zur Startrampe ist verschlossen und sie werden ihn nicht öffnen, wenn wir höflich darum bitten. Du musst die Flugsteuerungszentrale finden und die Tür zur Startrampe öffnen. Du machst dich besser gleich auf den Weg. Ich schätze, dass wir uns hier in Kürze auf Besuch einstellen können. Viel Glück, Heil. Danke, Lando.